Die Eurokrise ist nach Meinung vieler Experten noch nicht überwunden. Gleichzeitig punktet die AfD mit ihrer Anti-Euro-Strategie bei den Wahlen. Insa Consulari hat nachgefragt, wie sehr die Deutschen denn gerne die D-Mark zurück hätten. Ja, wir haben für die Thüringische Landeszeitung nachgefragt, wie sieht es denn aus? Hätten Sie die D-Mark gerne wieder zurück? Und jeder Zweite hat gesagt, ja, ich hätte sie gerne wieder zurück. Hat Sie das Ergebnis überrascht? Eigentlich ja. Ich dachte, man hat jetzt schon so lange den Euro und dass die Leute bei aller Skepsis, was die Euro-Rettungspolitik angeht, sich trotzdem schon so an den Euro gewöhnt hätten, dass sie es behalten wollen. Aber nein, 44% sagen, ich hätte gerne wieder zurück, 44% sagen nein und der Rest sagt, ich weiß nicht, keine Angabe dazu. Haben Sie das Ganze auch gefragt zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland? Ja, da gibt es zwischen Ost und West keine Unterschiede im Blick darauf, hätte ich die D-Mark gerne wieder zurück. Es gibt aber Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Wie sieht es dort aus? Da ist es so, dass die Frauen, jede zweite Frau sagt, ja, ich hätte die D-Mark gerne wieder zurück. Bei den Männern ist es nur gut jeder dritte Mann, der das Gleiche sagt. Frauen haben auch häufiger gesagt, dass sie dazu keine Angabe machen wollen, das nicht wissen. Bei Männern ist es nur knapp jeder Zehnte, der keine Angabe dazu macht. Also die Männer sind euroaffiner als die Frauen. Welche Unterschiede gibt es zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen? Je älter die Leute sind, desto stärker ist der Wunsch nach der D-Mark. Je jünger, desto größer die Akzeptanz des Euro. Gibt es bei den ganz Jungen noch überhaupt eine Nachfrage nach der D-Mark oder wird das gar nicht mehr so sehr in der jüngsten Zielgruppe wahrgenommen? Also ich denke, das ist eine Frage, die sich mit der Zeit dann auch ergibt. Ja? Also außer es würde jetzt Euro-Krise dramatische Entwicklungen geben. Aber im Prinzip ist es so, dass es erstaunlich ist, dass es eben diese 44% gibt, die sagen, ich hätte gerne die D-Mark wieder zurück. Aber eben bei der jungen Generation doch eine Ablehnung ist zu dieser Aussage, man möchte die D-Mark zurück. Und welche Schlüsse würden Sie jetzt aus dieser Umfrage ziehen, dass fast 50-50 für und gegen die Wiedereinführung der D-Mark sind? Dass die Deutschen eine sehr positive Erinnerung an die D-Mark haben und dass es so ist, dass der Euro noch nicht die volle Akzeptanz hat, wie man das normalerweise erwarten würde. Der Euro ist eingeführt worden mit dem Versprechen, er würde genauso stabil wie die D-Mark. Da sind die Deutschen skeptisch, ob das erfüllt wird. Insofern, das Glas ist nicht halb leer, sondern nur halb voll. Aber es gilt eben letztlich die Akzeptanz und das Vertrauen auch für den Euro zu stärken. Herr Binkert, vielen Dank. Das war unser Blick auf den Euro und die D-Mark und wie viele Deutsche die D-Mark gerne wieder zurückhaben wollen.